Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Keul hat den Koalitionsvertrag falsch gelesen und uns vollkommen zitiert. Wir haben im Koalitionsvertrag ausdrücklich geschrieben, Ziel der Koalition ist die nuklearwaffenfreie Welt. Ziel der Koalition ist die Abrüstung, verifizierbare Abrüstung aller Massenvernichtungswaffen. Ich glaube, klarer kann man sich zu dieser Frage nicht positionieren. Und das Problem, was wir im Augenblick vor der Brust haben mit der möglichen Verletzung des INF-Vertrages, ist eben auch nicht mit Wortbausteinen von der Bonner Hofgartenwiese zu befriedigen. Das ist damals in den 80er Jahren schon falsch gewesen und es ist heute falsch. Denn wenn diejenigen, die gutwillig sind, ihre Waffen abrüsten, werden diejenigen, die diese Waffen aus bösartigen Gründen weiter behalten wollen, sie keinesfalls hergeben, sei es Kim Jong-un in Nordkorea und sonst jemand auf der Welt. Der INF-Vertrag war der größte diplomatische Abrüstungserfolg des 20. Jahrhunderts. Und er ist möglich geworden, weil der Westen, allen voran Deutschland, den schwierigen, politisch hoch umstrittenen, mühsamen Weg des Doppelbeschlusses gegangen ist. Und es ist vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung in Europa schlicht und einfach falsch, diese Politik damals mit den Argumenten heute zu bekämpfen, die damals schon falsch waren und heute genauso falsch sind. Lassen Sie mir noch einen Gedanken vortragen zum Kollegen Müller von der FDP. Sie haben die Frage gestellt, warum erleben wir eigentlich diese Aggression auf Putins Seite? Ich habe die Einschätzung, dass der russische Präsident, der nun zwei Jahrzehnte lang die Geschicke seines Landes bestimmt, bei einer nüchternen Analyse der innengesellschafts- und wirtschaftspolitischen Erfolge seines Landes zu einer sehr nüchternen Analyse kommen muss. Denn es ist in Russland nicht gelungen, die Wirtschaft zu diversifizieren, den Haushalt ein Stück weit aus der enormen Abhängigkeit von den Exporterlösen aus Öl und Gas zu befreien. Er weiß, dass er das soziale Niveau in seinem Land, die wirtschaftliche Entwicklung in seinem Land, auch die Zufriedenstellung von Oligarcheninteressen auf Dauer nicht leisten kann, wenn der Öl- und Gaspreis auf dem niedrigen Niveau bleibt, auf dem er heute ist. Und er baut deswegen die Legende auf, der Westen, die westliche Welt sei schuld daran, dass Russland nicht so vorankommt, wie das andere Staaten nach dem Fall der Mauer des Eisernen Vorhangs vorangekommen sind. Um zu vermeiden, dass vielleicht eines Tages in Moskau Menschen auf die Straße gehen und nach dem Märchen der Gebrüder Grimm feststellen, der Kaiser hat ja gar keine Kleider an. Und ich glaube, dass wir uns ganz nüchtern mit dieser Frage auseinandersetzen müssen, dass die Motivation des russischen Präsidenten, angefangen vom Einmarsch auf der Krim über das, was wir 2015 mit der enormen konventionellen Aufrüstung der neuen Panzergeneration, ich glaube 11.000 Panzer will Putin anschaffen von diesen neuen Amatar-Panzern, die am 9. Mai über den Roten Platz gerollt sind, bis hin in die letzten Tage, das zynische Verhalten gegenüber den Bemühungen der UN für die Menschen in Ostguta, einen Waffenstillstand hinzukriegen, die Hackerangriffe, die möglicherweise wie damals 2015 auch wieder ausgegangen sind, ganz konkret von Servern, die in Russland stehen und die der russische Präsident schlicht abschalten könnte, bis hin zu dem, was wir gestern in seiner Rede gehört haben, die an Martialität ja kaum zu überbieten war. Ich glaube, er will ablenken von Versäumnissen im eigenen Lande. Und es ist auch ein Stück weit unsere Aufgabe, das vor der Präsidentenwahl in 14 Tagen in Russland auch so zu benennen. Dankeschön. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Thomas Erndl, CDU/CSU.